Hallo Gumball-Freunde, Captain Nemo hat einen Zuschauerwunsch zur Gelbfruchtpalme. Das seht ihr jetzt hier so, den Kommentar. Gerade zu diesem hellgrünen Laub sage ich nachher noch was. Ja, auf jeden Fall geht es in diesem Video um Gelbfruchtpalmen. Seid gespannt, es geht los. Floll. Warum Gelbfruchtpalmen? Weil sich da die Nomenklatur, die Namensgebung der Pflanzen relativ uneinig ist. Es gibt ein paar Synonyme, zum Beispiel Areca lutescens, aber auch Chrysalidocarpus lutescens oder auch Dypsis lutescens. Ist wohl alles dasselbe, alles Gelbfruchtpalmen. Deswegen sind das alles hier mal erwähnt in dem Video. Interessant ist natürlich auch die Namensherkunft. Da ist wohl Chrysalidocarpus sehr viel passender für die Pflanzenbeschreibung, weil Chrysocarpus heißt wohl so viel wie mit gelben Früchten und lutescens heißt so viel wie gelblich. Deswegen passt wohl für die Pflanze Chrysalidocarpus sehr viel besser. Auf jeden Fall ist die Gelbfruchtpalme, die ich nachfolgend nur noch Gelbfruchtpalme nenne, wegen den ganzen Synonymen, eine pflegeleichte Zimmerpalme. Sie ist sehr wüchsig und auch was den Standort angeht anspruchslos. Sie ist sehr beliebt, weil sehr preiswert. Eine Pflanze in einem 70 cm Topf, so ungefähr 90-100 cm hoch, kostet bei Dena nur 10 Euro. Die Gelbfruchtpalme kommt ursprünglich aus Madagaskar, das heißt tropisches Klima, dort ist es warm, feucht, bodenfeucht, es kommt viel runter, die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch, aber es hat gleichzeitig eine hohe Einstrahlung. Das Aussehen der Goldfruchtpalme ist palmentypisch, sie bildet einen lockeren Schopf. Im Topf sind meistens mehrere Pflanzen, das vereinfacht einfach die Produktion und macht auch die Produktion schneller. Die Triebe sind sehr schön, das macht halt einen länglichen Trieb mit einem sehr eleganten und feinen Blattwedel. Die Stängel selber sind meistens gelblich, deswegen lutescens. Dunkelgrünes Laub, dunkelgrüne Blattwedel, sehr elegant, sehr luftig trotzdem. Blütet ist auch so ein bisschen gelblich, beziehungsweise dann auch die Früchte sind so gelblich, wie man jetzt hier so sehen kann. Deswegen heißt das Ding wohl Chrysalidocarpus. Wenn man der Goldfruchtpalme einen guten Standort anbietet, kann die Goldfruchtpalme bei uns auch gut mal 2 Meter hoch werden. Die Triebe wirken dann so schön überhängend, das passt. Aber was ist eigentlich ein guter Standort für die Goldfruchtpalme? Wir erinnern uns, Naturstandort Madagaskar, tropisch. Wir wollen auf jeden Fall einen warmen Standort haben, niemals unter 15 Grad, besser 20, 22, 25 Grad Celsius und dabei eine höhere Einstrahlung, ein heller Standort ohne direkte Einstrahlung. Wenn es zu hell wird, wird das Laub auch gerne mal hell, also wenn direkte Sonne drauf knallt, dann wird das Laub fast hellgelb-grün, so in die Richtung. Es werden auch halbschattige Standorte vertragen, auch gerne mal, wenn man 1 Meter in den Raum reingeht. Da wird es ja dann schon halbschattig. Ab 2 Metern ist es dann schon schattig. Das wollen wir dann nicht. Halbschattiger Standort bis heller Standort passt. Dann hat die Goldfruchtpalme einen Anspruch an hohe Luftfeuchtigkeit. Sie will hohe Luftfeuchtigkeit haben. Im Sommer ist es meistens nicht so das Problem, da haben wir genügend Luftfeuchtigkeit in unserer Luft. Aber im Winter ist es dann so eine Sache, da müsst ihr dann einmal täglich besprühen, bevor die Pflanze tropfnass ist. Also nicht nass sprühen, sondern feucht sprühen. In Madagaskar sind die Niederschläge gleichmäßig verteilt. So will auch die Goldfruchtpalme bei uns im Raum gleichmäßig gegossen werden. Sie darf niemals komplett austrocknen, Staunässe will sie aber auch nicht. Da habe ich mal ein bisschen durchüberlegt, im Sommer dürfte die Goldfruchtpalme gerne mal zweimal wöchentlich gießen, ein 17er Topf so mit 250-300 ml, sodass halt der Topfballen gut nass ist, aber noch keine Staunässe entsteht. Im Winter müsst ihr dann wesentlich weniger gießen, da reicht dann einmal wöchentlich
so eine reduzierte Menge, 200 Milliliter. Aber das müsst ihr so für euch entscheiden, mit eurem grünen Daumen mal reinfühlen und dann mal gießen, wenn es relativ trocken ist. In den Sommermonaten von April bis September düngt ihr 14-tägig mit einem Grünpflanzendünger, das reicht der Palme. Im Winter reicht es einmal im Monat, dass halt das Ding grundversorgt ist und auch so weiter wachsen kann. Noch ein paar andere Pflegesachen. Zugluft mag sie gar nicht. Wenn ihr jetzt lüftet im Winter gerade und die kalte Luft reinkommt, dann müsst ihr darauf achten, dass ihr vielleicht die Goldfruchtpalme sogar vom Fenster relativ weit wegstellt. Dann will die Goldfruchtpalme alle 2 Jahre umgetopft werden. Sie ist relativ wüchsig, macht den Topf recht gut voll und da reicht ihr halt der Platz meistens nach 2 Jahren nicht mehr. Ihr merkt relativ schnell, wenn am Winterstandort die Luftfeuchtigkeit nicht reicht, dann siedeln sich gerne rote Spinnen an, die zerstechen euch eure Goldfruchtpalme und die schaut dann so ein bisschen gesprenkelt aus. Das ist das eine. Und zum anderen gelbe Blätter, reagiert sie oftmals auf Staunässe mit gelben Blättern, aber auch auf niedrige Luftfeuchtigkeiten, aber auch niedrige Temperaturen. Die Goldfruchtpalme zählt zu den luftreinigenden Zimmerpflanzen. Sie besitzt die Fähigkeit, große Mengen Xylol oder Toluol aus der Luft zu filtern. Xylol und Toluol sind beides karzinogene Stoffe, die in Lacken und Verdünnungen drin sind. Und deswegen ist es gut, wenn die aus unserer Luft raus sind. Sie bindet aber auch große Mengen Staub, hat halt eine große Oberfläche, da kann sich Staub ansetzen und ja. Das ist für unser Raumklima durchaus positiv. So, und das war mein kleines Video zur Goldfruchtpalme. Hat es euch gefallen, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Glocke nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen, kommentieren nicht vergessen. Habt ihr Anmerkungen zum Video, habt ihr selber Themen, Wünsche, schreibt es mir in die Kommentare. Jo, das war das Video. Die letzten beiden Videos findet ihr hier. Könnt ihr draufklicken. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Haut's bis dahin rein. Wir sehen uns. Tschüss.